Also Thema hat vorher keiner gekannt, jetzt kennst wirklich ganz Deutschland und das ist, also ich finde es einfach nur schlimm. Wir haben auch letztes Jahr Beachvolleyballturniere stattgefunden, die auch drunter gelitten haben, also öffentliche sportliche Veranstaltungen. Ich sage, es soll jeder seine Gesinnung haben, solange es im Rahmen bleibt. Wenn die rechte Seite da ist, ist die linke Seite auch da und das bringt Unruhe rein und das finde ich eigentlich das Schlimme dran. Thema, eine Kleinstadt in Thüringen mit rund 3000 Einwohnern und Schauplatz für das europaweit größte Neonazi-Konzert. Über 6000 Rechtsradikale kamen im vergangenen Juli hier zusammen. Weitere kleinere Konzerte folgten. Man kann solche Sachen alle nicht durchführen oder machen, wenn es keine Unterstützer geben würde, auch in der Region nicht. Und ich sehe das erst so, dass ich viele Leute zusammenbringe und dann wir zusammen was bewirken können. Was wollen Sie bewirken? Dass sich das Meinungsklima in Deutschland wieder in die richtige Richtung bewegt. Und die richtige Richtung ist? Mehr ins Nationale, ins Patriotische, in ein ordentliches Deutschland. Frenk besitzt diesen Gasthof im Nachbarort. Ein Treffpunkt für die rechtsextreme Szene Thürings. In einem Hinterzimmer stapeln sich Merchandising-Artikel mit eindeutigen Anspielungen. Alles legal, meint Frenk dazu, genau wie dieses im Internet kursierende Video vom Konzert im Juli. Ich kenne das Video und ich habe da bloß Heilrufe gehört. Und Heilrufe sind in Deutschland nicht strafbar. Dass die Konzerte Spuren hinterlassen, davon ist Barbara Morgenroth überzeugt. Die 69-Jährige engagiert sich in ihrem Heimatort in einem Bündnis gegen den Rechtsrock. Die Reaktion mancher Bewohner von Thema, die sagen, was wollt ihr denn? Die haben ja nichts gemacht. Und es ist da, haben die Wiese sogar Besenhain hinterlassen. Diese geistige Vermüllung, die ist nicht so wahrgenommen worden. Während auf der Wiese vor der Stadt menschenfeindliche Parolen gegrölt wurden, zog das Bündniskloster Wessra trommelnd und mit Trillerpfeifen durch die Stadt. Damit sind in Thema viele nicht einverstanden. 22,7% wählten hier bei der Bundestagswahl die AfD. Manchmal hatte ich wirklich auch den Eindruck, dass die wir aufgestanden sind gegen diese braune Flut, dass wir eigentlich die Störenfriede waren. Denn wir waren in der Stadt. Wir waren in der Stadt. Die Nazis waren hier auf der Wiese. Im Juni hat die NPD auf dem Gelände ein Familienfest angemeldet. Die Veranstaltungen sind als Kundgebung angemeldet und dadurch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das will die thüringische Landesregierung nun ändern. Doch inwieweit sie damit Erfolg haben wird, ist fraglich. Für den Initiator des Gegenprotestes, Thomas Jakob, wird es höchste Zeit, dass die Politik endlich hinschaut. Dass man immer wieder gesagt hat, ach lass sie, die machen nichts. Und die gehen auch wieder. Und ich glaube, dass aber dadurch genau Thüringen natürlich so attraktiv auch für die rechte Szene geworden ist, hier halt wirklich massiv Konzerte durchzuführen, weil im Endeffekt ganz häufig ihnen, glaube ich, eine gute Situation einfach geboten wurde. Um den Neonazis Einhalt zu gebieten, bleibt den Gegnern der Konzerte derzeit nur der Protest auf der Straße. Doch noch engagieren sich zu wenige. Es hätte aus Thema mehr Unterstützung erfolgen können und es tut mir etwas weh, dass man sich dort nicht eindeutiger positioniert hat. Thema wird, solange diese Veranstaltungen hier stattfinden, kein positives Bild nach außen vermitteln können. Das tut mir weh, das tut mir auch leid und das konterkariert auch unsere Arbeit in den letzten Jahren.